Guten Morgen. Hier oben, eines der wichtigsten Sachen überhaupt für mich als Europäer, die Klimaanlage. Es ist leider so. Und heute kleines Thema, Mototaxis. Wichtiger Bestandteil unserer, oder ja, ich rede jetzt hier im Plural, aber der Gesellschaft hier in Kamerun. Man sieht also im Hintergrund ganz viele Mototaxis, die Menschen zur Arbeit, zur Schule oder wo auch immer hinbringen. Das ist ja hier in Afrika und in Kamerun im Speziellen offensichtlich ganz, ganz groß mit Mototaxis. Mein Mototaxi lagerte jetzt hier über einen Zeitraum von 3 Jahren, hier, da in dem Bereich. Das ist das Kühlhaus. Das ist mal ursprünglich gebaut worden, um Fische zu frieren, einzukühlen. Jetzt lagern da Plastikstühle drin und natürlich temporär auch mein Motorrad. Der öffentliche Personennahverkehr wird hauptsächlich mit Mototaxis bestritten. Ganz, ganz wenig mit Bussen. Autos, also Taxis in diesem Sinne, gibt es natürlich auch. Die sind gelb, machen auch einen ganz, ganz tollen Job. Nur Mototaxis sind noch ein Stück weit günstiger und flexibler, denn sie wuseln sich irgendwie durch den Verkehr durch. Das sieht jetzt hier nicht so voll aus, aber wenn der Verkehr erstmal bis um 8 Uhr angeschwollen ist, dann wird man feststellen, dass man mit einem Mototaxi doch ein Stück weit besser dran ist als mit und auf 4 Rädern. So, in diesem Sinne werde ich jetzt mein Mototaxi bewegen. So, hinter der Tür. Mein Motorrad. Seit 3 Jahren nunmehr. Mal schauen, dass ich die aufkriege, die Tür. It's been parked for a long time in Douala. It's rusty. How long today? How many years? Three. 3 years. Yeah. That's 3 years. Because I remember yesterday my boy was celebrating his 3rd birthday. Yeah. And he was delivered the day when Limbe. Okay. Is the key in the cockpit? Yeah, the key is there. The steering get locked. That is plan. Yeah. Where the bind are bind? The bind can stand for now for long. Ah, the brake. Tomorrow we have to drive to Limbe. What? That bull will not fall. No, thank you.
This engine oil is has not been used. No. New engine oil. Yes. It's only for protecting the tank from rust. Should we charge the battery or should we buy a new battery? We'll check on it if there's stick or any side. Okay, okay. How is it? Very nice. Receiving 1,000 francs, the council is receiving 1,000 francs and the police is taking 1,000. So you pay 2,000 before loading.
Einiges ist dran gemacht worden im Laufe der Zeit. Wir haben, ich lese jetzt mal ab, Bremsbeläge hinten, Radlager vorne, Vergaser neu, Bautenzugvergaser, CDI neu, Regler neu, Bremsen vorne in Stand gesetzt, Bremseinheit mit Container auf dem Lenker, mit der Leitung ist neu, der Anlasser ist gereinigt, das heißt nicht von außen, sondern auch von innen, komplett zerlegt, Kohlen gecheckt, neue Batterie, dann ein Töpfchen mit Farbe und Pinsel, dann Ölwechsel ist gemacht worden, eine neue Kupplung ist reingekommen, neues Kupplungsseil, neuer Gaszug. Und man möge es mir verzeihen, wenn ich da irgendetwas vergessen habe. Ja, das ist jetzt so, wird jetzt, ist gekostet, hat der ganze Spaß ca. 60, 65.000 CFA. Das sind summa summarum auf den Kopf 100 Euro. Ja. Dann wollen wir mal gucken, ob das Ding auch startet. Schlüssel habe ich immer hier. Den mache ich hier am Lenkrad fest. Weil die Straßen sind manchmal so schlecht, da fliegt schon mal der Schlüssel weg. Und damit mir das nicht passiert, macht man es einfach so. Den Helm lege ich mal beiseite. Das muss ja nicht sein. So. Und... naja, vielleicht sollte ich noch mal zu Fuß das Ganze machen, dass die Batterie auch richtig voll ist später. Ach so, man sollte vielleicht den Killschalter einschalten. So, wir haben Ladespannung 12,9 Volt. Das Baby ist noch kalt, wird gleich hochlaufen. Alles kein Problem. Business as usual.